Hey, der Hannes hier. Ich zeige dir in diesem Video, wie du den Song Save Tonight von Eagle Eye Cherry auf der Gitarre spielen lernst. Und ich zeige dir nicht nur, welche Akkorde du greifen musst, sondern ich zeige dir auch, wie das Schlagmuster funktioniert. Das ist eine ziemlich coole Sache. Es sind nur 4 Akkorde im ganzen Stück, aber dafür kriegst du einiges an der Schlaghand zu tun. Bevor wir loslegen, check in der Videobeschreibung meinen, ja, jetzt schon der moderne Klassiker Crashkurs für Gitarre aus. Viel Spaß kriegst du dabei. Ein E-Book voll mit Akkorden, kriegst du wirklich die geilsten Sachen auf der Gitarre gezeigt. Check das auf jeden Fall aus. Abonnier meinen Channel hier auf dem schönen Abonnieren-Knöpfchen und schreib mir in die Kommentare, was du hier geil findest, was du scheiße findest, was du mega geil findest, was du mega scheiße findest. Ganz egal. Lass mich wissen, was du in Zukunft sehen willst. Los, jedet! So, der Song besteht, wie gesagt, aus 4 Akkorden, die den ganzen Song über durchlaufen. Egal ob Intro, Strophe, Refrain, Solo. Ganz egal. Wir starten mit A-Moll. Zeigefinger im ersten Bund auf der H-Seite, Ringfinger im zweiten Bund auf der G-Seite und der Mittelfinger im zweiten Bund auf der D-Seite. Und du schlägst an, die, also jetzt erstmal nur, um zu wissen, welche Seiten überhaupt bei dem Akkord spielen darfst, die A, D, G, H und E-Seite. Dann wechseln wir rüber zum F-Dur-Akkord. Ich spiele den sehr gerne so, das ist jetzt ein bisschen was für die Fortgeschrittenen da draußen. Hier so mit dem Daumen im ersten Bund auf der E-Seite und dann Ringfinger im dritten Bund auf der A-Seite, kleiner Finger im dritten Bund auf der D-Seite, Mittelfinger im zweiten Bund auf der G-Seite und der Zeigefinger macht hier so ein Barré über den ersten Bund von der H- und E-Seite. Wenn dir das zu schwer ist, machst du einen ganz normalen Barré-Akkord und selbst wenn dir das zu schwer ist, machst du ja einfach ein kleines. Also der normale Barré-Akkord ist, denke ich, klar, aber ich zeige ihn doch nochmal. Zeigefinger, erster Bund E-Seite, Ringfinger, dritter Bund A-Seite, kleiner Finger, dritter Bund D-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund G-Seite und Zeigefinger drückt auch im ersten Bund auf der H- und E-Seite. Wenn dir auch das zu schwer ist, probier es mal hier mit dem kleinen F. Das ist quasi eine Sparversion davon. Und dann greifst du im dritten Bund auf der D-Seite, Mittelfinger im zweiten Bund auf der G-Seite, Zeigefinger im ersten Bund auf der H-Seite. Klingt ja nicht ganz so voll, aber ist für den Anfang auch cool. Ich zeige dir im weiteren Verlauf dieses Videos auch noch eine Möglichkeit, wie du das wirklich noch einfacher spielen kannst mit. Deswegen bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Das hier ist aber die Originalversion sozusagen. Also A-Moll, dann F, in welcher Version auch immer. Dann C-Dur. Ringfinger in den dritten Mund auf der A-Seite, Mittelfinger in den zweiten Mund auf der D-Seite und Zeigefinger im ersten Mund auf der H-Seite. Und wir brauchen die leere G- und E-Seite noch dazu. Tiefe E-Seite da nicht spielen. Dann als letzten Akkord G-Dur. Mittelfinger in den dritten Bund auf der E-Seite, Zeigefinger in den zweiten Bund auf der A-Seite und den Ringfinger im dritten Bund auf der H-Seite, auf der hohen E-Seite. Schlägst alle 6 Seiten an. So, also haben wir A-Moll, F, welches F auch immer, C-Dur und G-Dur. Kommen wir jetzt zum Schlagpattern. Ja? Also das ist erstmal basierend auf einem 16. Schlagmuster. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4 und dann musst du deine Hand im dieser Geschwindigkeit letzten Endes bewegen, um diese coolen, groovigen Sounds daraus zu holen. Ja? 1, 2, 3, 4. Gute Übung ist erstmal nur 16. zu schlagen, dazu erstmal auch vielleicht, wenn das klappt, sogar schon mitzuzählen, auf einem Akkord erstmal. Also 1, 2, 3, 4. Du musst einfach lernen, richtig gut im Fluss Ab- und Aufschläge zu spielen, ja, und dabei auch nicht zu verkrampfen, dass weil das Ganze auf einer gewissen Geschwindigkeit nachher geschehen muss. Und jetzt geht es aber erstmal so los, dass wir nicht alles natürlich schlagen die ganze Zeit runter, hoch, runter, runter, sondern erstmal 3 Abschläge haben. Und die ersten beiden sind auch noch abgedämpft. Da gehst du mit der Handkante hier schön auf die Saiten drauf, berührst sie so an der Stelle hier in etwa und machst das mit diesem A-Moll-Akkord. Der dritte Schlag ist dann offen sozusagen, ja, da wird nicht mehr gedämpft. Und dann geht es weiter, wieder mit einem Abschlag und einem Aufschlag direkt dahinter. Ja? Der Abschlag, der vierte Abschlag sozusagen, ist aber wieder gedämpft
und der Aufschlag ist ungedämpft. Also ganz schöne Hin- und Her-Schieberei hier von dem Hand, der Handkante. Nochmal in langsam zum Mitschreiben. So, dann kommt wieder ein Abschlag, wo du aber eine Dead Note spielst. Da hast du dann die Zeit, umzugreifen mit deiner Greifhand und auf den nächsten Akkord zu wechseln, hier auf den F-Dur-Akkord. Also. Ja, ich mache da so eine Dead Note, auf der 3 ist das. Und dann wird der F-Akkord folgendermaßen angeschlagen. Also er hat auf der 3 erstmal eine Dead Note. A-Moll. Und du musst bei diesen F-Schlägen jetzt auch wieder ein bisschen mit dem Dämpfen aufpassen. Der zweite Abschlag ist dann wieder auch gedämpft. Dead Note, hochschlagen, öffnen und dann wieder gedämpft runterschlagen. Ich schlage hier gleichzeitig mit dem Plektrum auf die Saiten und lande mit der Handkante aber gleichzeitig auch auf den Saiten, um zu dämpfen. Also A-Moll. Und es ist dann wieder bei diesen nächsten Schlägen wieder so, dass ich einen dämpfe und beim Aufschlag wieder freilasse. Ich hoffe, du kannst das hier sehen. Ich mache das nochmal schön langsam. Dann wechseln wir auf C und machen das gleiche Schlagmuster wie bei A-Moll und F. Und das war es eigentlich auch schon. Ja? Insbesondere für Intro, Strophe bleibt das so. Im Refrain selber kannst du das Ganze einfach ein bisschen offener spielen und musst da kaum dämpfen eigentlich oder gar nicht. Ne? Das ist auch so ein bisschen Geschmackssache. Da sind mehrere Gitarren am Start, eine E-Gitarre, eine akustische Gitarre. Lässt sich natürlich auch auf beiden Instrumenten spielen, aber... Also das ist einfach wichtig, da so eine dynamische, so einen dynamischen Unterschied zu erzeugen, ja, zwischen Intro, Strophe und Refrain, der dann einfach ein bisschen offener ist. Da geht es dann wirklich darum, in diesem 16-Pattern wirklich knallhart durchzuziehen und da ohne Dämpfen zu spielen, das Ganze einfach deutlich lauter, dynamischer an der Stelle dann zu spielen. Und das war es eigentlich schon auch von dem Song. Ja? Das Schlagmuster für den Refrain selber kannst du dann auch ein bisschen variieren und bleib aber immer in dieser Bewegung drin, die ich dir am Anfang gezeigt habe. Ja? Auch bei diesen Strophen, Dead Notes, die Hand sollte vom Gefühl her immer in diesen einzelnen Zeile, 3, 4. Egal ob du in der Strophe Spaß beim Spielen dieses Klassikers. Ich weiß, es ist gerade vom Schlagmuster her nicht unbedingt was für den blutigen Anfänger, aber es macht wirklich extrem viel Spaß, weil es auch ein, einfach, wie ich finde, sehr cooler Song ist, ein cooles Video auch. Check das auf jeden Fall mal aus bei YouTube und check auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung unten meinen kostenlosen Crashkurs aus. Abonniere meinen Channel, schreib in die Kommentare, was du geil findest, was du in Zukunft sehen möchtest, was du hier nicht sehen willst, was dir auf die Nerven geht. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!